Arnaud und Sophie stellen fest, dass das Produkt ihres Alters in ganzen Jahreszahlen 768 beträgt, während das Produkt ihres Alters in einem Jahr 825 betragen wird. Welches Ergebnis hatte das Produkt ihres Alters letztes Jahr? Wir nennen Groß A das Alter von Arnaud und Groß S das Alter von Sophie. Somit wissen wir, dass A mal S gleich 768 ist. Wir wissen aber auch, dass A plus 1 mal S plus 1 825 ergibt. Hier wenden wir die doppelte Distributivität an und finden somit, dass A mal S plus A mal 1 plus 1 mal S plus 1 mal 1 825 ergibt. Hier können wir A mal S ersetzen durch 768 und somit finden wir, dass A plus S gleich ist zu 825 minus 1 minus 768, also 56. Was wir suchen, ist dieses Produkt A minus 1 mal S minus 1. Auch hier verteilen wir das Ganze und finden somit A mal S minus A minus S plus 1. In der Mitte können wir ein Minus ausklammern. Anschließend können wir A mal S ersetzen durch 768 und A plus S ersetzen durch 56. Somit finden wir als gefragte Zahl diese Summe, das heißt 713. Die Endantwort auf die gestellte Frage lautet also 713.